Koriander auf dem Balkon anbauen im Blumentopf ist sehr einfach. Wie es genau geht, erkläre ich euch jetzt Schritt für Schritt in diesem Video. Bei Koriander unterscheiden sich sicherlich die Geschmäcker. Einige finden den Geschmack eher seifig und unpassend, die meisten lieben aber diesen frischen, manchmal leicht orangigen Geschmack, der jedes Essen einfach unverwechselbar macht. Wir finden Koriander auf dem Balkon auch super und in der Küche darf er eigentlich zum Würzen gar nicht fehlen. Daher ist es umso toller, dass man Koriander auch im Blumentopf auf dem Balkon sehr gut anbauen kann. Wie ihr eigenen Koriander aus Samen anziehen könnt, zeige ich euch jetzt. Dann starten wir doch einfach mal direkt mit der Aussaat. Also die Anzucht von Koriander aus Samen gelingt wirklich sehr gut als Direktsaat. Auch vorziehen kann zwar eine Option sein, erfordert aber ein späteres Pikieren, was bei den feinen Stängeln eher etwas schwierig ist. Deswegen zeige ich euch im Folgenden, wie die Anzucht aus Direktsaat funktioniert. Schauen wir zunächst mal auf das Zubehör, das ihr braucht. Also ihr braucht auf jeden Fall einen Blumentopf, der etwa 10 bis 15 cm Durchmesser hat und dann Kräuter- oder Anzuchterde und natürlich die Koriandersamen. Koriandersamen könntet ihr auch aus den Blüten gewinnen, das funktioniert aber nicht so gut, deswegen würde ich euch empfehlen, kauft die Samen einfach in einem Baumarkt oder im Gartencenter. Der beste Aussaattermin für den Koriander ist ab Anfang März und kann dann auch bis in den August hineingehen. Das liegt daran, dass Koriander relativ schnell wächst und innerhalb von 10 Wochen die Stängel groß genug sind, um auch das erste Mal geerntet zu werden. Also wenn ihr später starten wollt, kann das auch funktionieren, ab März geht's aber los und in der Wohnung könnt ihr sowieso das ganze Jahr über anziehen. Wenn ihr euch euer Zubehör jetzt bereitgelegt habt, dann könnt ihr mit der Aussaat starten. Für die Anzucht bereitet ihr einfach einen Topf mit Kräutererde vor. Ihr müsst wissen, dass Koriander ein Dunkelkeimer ist, das heißt, wenn ihr die Samen eingestreut habt, dann bedeckt ihr die Samen mit knapp einem Zentimeter Erde. Anschließend solltet ihr sie noch gut bewässern, damit sich die Erde und die Samen gut verbinden und dann wird das Wachstum angeregt. Jetzt während dieser Keimphase sollte Erde immer schön feucht, aber nicht nass sein. Deswegen sollte euer Blumentopf am besten ein Loch enthalten, damit überschüssiges Wasser gut ablaufen kann. Bis zur Keimung der Koriandersamen dauert es dann bis zu 14 Tage. Wichtig ist, dass ihr die Temperatur relativ hoch haltet, die sollte knapp unter 20 Grad liegen. Das ist eigentlich ideal in der Wohnung am Fenster. Den Topf solltet ihr generell immer noch in der Wohnung halten, bis Mitte Mai, bis es dann auch nachts keinen Frost mehr gibt und es auch tagsüber warm genug ist. Danach darf der Koriander dann auch auf den Balkon umziehen. Nach etwa 2 Wochen entwickeln sich dann die Korianderkeimlinge und auch die ersten Keimblätter. Dann wird es Zeit, die zu dicht stehenden Keimlinge zu vereinzeln oder aus dem Anzuchtgefäß heraus zu pikieren. Etwa 1 bis 2 cm Abstand solltet ihr jeder Pflanze geben. Wenn ihr vereinzeln wollt, zieht ihr einfach die überzähligen Keimlinge heraus. Wenn ihr die Keimlinge pikieren wollt, also in einen neuen Topf umsiedeln wollt, dann könnt ihr sie mit einem Pikierstab herausheben und an den neuen Platz umsetzen. Wenn die Pflanzen weiter wachsen, solltet ihr schauen, wie groß sie werden und im Zweifelsfall noch weiter vereinzeln oder pikieren. Wenn dann die Keimlinge etwa 4 Wochen alt sind, könntet ihr sie dann auch das erste Mal mit Dünger, also mit zusätzlichen Nährstoffen versorgen und dann werden die Korianderpflanzen ganz normal weitergepflegt. Nachdem der Koriander so jetzt ausgesät und angezogen wurde, habt ihr eigentlich schon alles geschafft. Nun ist es wichtig, dass der Koriander regelmäßig gegossen und zwischendurch auch gedüngt wird. Nicht vergessen, auch regelmäßig zu ernten, das fördert den kräftigen Wuchs. Das zeige ich euch auch nochmal in einem anderen Video, wo ihr da genau abschneiden sollt. Das war es jetzt auch schon zur Aussaat von Koriander auf dem Balkon. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommentiert gerne, ich helfe euch dann gerne weiter. Wenn nicht, dann habe ich es hoffentlich ganz gut gemacht, dann abonniert gerne meinen Kanal, lasst mir ein Like da und kommt mal vorbei auf meiner Seite www.gemüse-balkon.de.